Namaste. Willkommen zu dieser Yoga-Einheit Hüften und Rücken geschmeidig, weich, fließend. Und ich lade dich ein, in eine gekreuzte Sitzposition zu kommen. Und wenn du eine Erhöhung hast, ich habe einen Block, kannst du dich auch ein bisschen erhöht setzen. Ansonsten auch gerne auf dem Boden. Ein Bein ist vor dem anderen, wenn du kannst. Ist ganz gut, wenn die Beine Kontakt haben mit der Erde. Dafür unterstützend, wenn du noch weiter nach vorne ruckelst auf deinem Kissen, wenn du denn auf einem sitzt oder auf deinem Block. Und dann spür erstmal dein Steißbein in die Erde sinken. Schließ deine Augen. Und erlaube dir mit jeder Ausatmung, die Schultern weich nach unten schmelzen zu lassen, in dein Becken, in die Hüften, in die Erde. Und mit der Einatmung kannst du Qualitäten wie Flexibilität, Spontanität, Offenheit einladen. Und mit der Ausatmung lässt du all das los, was Offenheit und Flexibilität blockiert. Und nimm so ein paar bewusste Atemzüge in dieser Ausrichtung. Und mit deiner nächsten Einatmung nimm die Arme weit über die Seiten nach oben, Handinnenflächen schließen. Und ausatmen kommst du nach vorne, unten. Und zwar dahin, wo es für dich sich gerade stimmig anfühlt. Vielleicht willst du deine Stirn und die Nasenspitze zum Boden bringen. Und vielleicht bist du auch einfach hier oben und erlaubst dir hier so ein bisschen rund zu werden, dass du den Blasenmeridian dehnst. Vielleicht merkst du auch jetzt, die Beine sollten doch lieber anders liegen. Dann kannst du eine Variante ist auch ein Bein auf das andere zu legen. Und schau, was hier deine Position ist. Finde dich ein. Und die Sitzbeinhöcker sind auf dem Boden, die Schultern schmelzen so ein bisschen Richtung Becken. Stirn und Nasenspitze berühren vielleicht die Erde. Du könntest dir auch einen Block oder ein Kissen hier hinlegen, um den Kopf loszulassen. Und dann nimm ein paar bewusste Atemzüge in deine Hüften hinein. Mit der Einatmung lade Offenheit, Weite und Raum in die Hüften. Und mit der Ausatmung lass alle Anspannung los, wie ein Schmelzen. Mit deiner nächsten Einatmung spür die Weite in deinem Körper und ausatmend lass dein Damm nach innen oben steigen, den Beckenboden und komm auf dieser Ausatmung wieder nach oben. Nochmal einatmend deine Arme hochnehmen, ausatmend Hände vor deinen Herzraum, einatmend die Arme zu den Seiten öffnen. Ausatmen, linke Hand aufs rechte Knie, rechte Hand hinter deinen Körper. Dein Bauchnabel zeigt weiterhin nach vorne, die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Wölbung. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Die Arme können geöffnet sein. Kannst mal die Handinnenflächen nach oben richten, Daumen nach hinten. Und ausatmen, rechte Hand ans linke Knie, linke Hand hinter deinen Körper, der Bauch zeigt nach vorne,
Nimm hier einen bewussten Atemzug, spür die natürliche Länge in deiner Wirbelsäule. Und mit deiner Einatmung komm wieder nach vorne, öffne nochmal den Herzraum. Und ausatmen und die Arme nach unten nehmen. Und dann wechsel deine Beinposition, setz dich genauso hin mit dem anderen Bein vorne oder hinten. Um dann vorne oder ich meine unten, also entweder vor dein anderes Bein oder auf dein Bein. Genau. Einatmen, nimm deine Arme über die Seiten nach oben, spür die Länge, lass die Schultern unten und ausatmen, komm nach vorne und schau, wo ist dein nach vorne kommen heute hier. Vielleicht kannst du die Stirn, die Nasenspitze ablegen. Es ist nicht wichtig, wo die Nase ist. Es ist wichtig, wo der Geist ist. Lass dich zentriert nach innen lauschen. Der Atem mit dabei in deinen Hüften. Die Arme können auch weit ausgestreckt sein. Du kannst einfach immer variieren. Lausche immer mehr deinem Körper als meinen Worten. Schau, was tut dir wirklich gut. Lass dich hier bewusst atmen. Vielleicht kannst du die Bewegung deines Beckenbodens wahrnehmen. Und dann atme ein, spür die Weite, die Offenheit. Mit der Ausatmung lenk den Beckenboden nach innen und komm wieder hoch. Die Arme über deinem Kopf, Hand in Flächen geschlossen. Ausatmen, Hände vors Herz und die Arme entspannen. Wir kommen zum Liegen. Über die Seite, Rücken schont. Die Füße können aufgestellt sein, die Arme neben deinem Körper, der Herzraum offen, weit. Es gibt Raum in den Achselhöhlen. Du kannst dir vorstellen, dass die Wirbelsäule in deinen Füßen beginnt und das Gewölbe hier wahrnehmen, diesen kleinen Hügel. Mit deiner inneren Aufmerksamkeit durch deine Waden und Schienbeine in die Knie fließen. Durch die Oberschenkel in dein Becken und spüren, wie dein Kreuzbein am Boden ruht. Steißbein, Kreuzbein, wie ein Tal im Boden. Und dann auch wieder diesen Hügel hier wahrnehmen im Lendenbereich. Und spüren, wie die Brustwirbelsäule wie ein Tal im Boden ruht. Die Aufmerksamkeit in die Halswirbelsäule bringen, den Hügel hier wahrnehmen und das Tal der Wirbelsäule im Hinterkopf. Lass deine Schultern los, erlaube dein Brustbein zwischen deine Schulterblätter Richtung Erde zu fließen. Die Augen geschlossen im Hinterkopf. Lass den Atem bewusst über deine Wirbelsäule strömen. Lass du mit der Einatmung über die Vorderseite deines Steißbeines einatmest bis zum Scheitel. Und mit der Ausatmung über die Rückseite deiner Wirbelsäule wieder nach unten. Und lass dein Atem so weiter fließen. Von hier aus bringen beide Knie nacheinander zum Brustkorb, leg die Hände auf die Knie. Mit der Einatmung schieb die Knie weg von dir, ausatmen, lass die Knie nach außen fallen, ganz weiche Hüften, dass die Bewegung wirklich aus den Händen kommt. Die Beine rollen über die Seite wieder zum Brustkorb.
Einatmen, die Knie wegdrücken von dir. Ausatmen, die Hüften einfach loslassen, zu den Seiten entspannen und über die Seiten rankreisen zum Brustkorb. Nochmal einatmen, die Knie weg und ausatmen. Über die Seiten wieder zum Brustkorb kommen und dann hier genau andersherum kreisen mit der Einatmung, die Knie nach außen fallen lassen, lass die Hüften so entspannt wie möglich, Knie schließen weg von dir und ausatmen, die Knie wieder zum Brustkorb, einatmen, weiche Hüften rollen sich nach außen auf und nach vorne. Die Hände übernehmen die Arbeit, ausatmen, Knie zum Brustkorb, einatmen, weiche Knie nach außen und vorne und ausatmen, Knie zum Brustkorb. Lass das rechte Knie am Brustkorb, setz deinen linken Fuß ab und dann kannst du die rechte Hand von innen an der Wade entlang führen und den rechten Fuß von außen halten. Die linke Hand darf entspannen am Boden, linker Arm entspannt. Und dann schau, ob das hier schon genug Hüftöffnung für dich ist. Und du kannst hier so ein bisschen in den Spielen, in den Erforschen kommen. Dabei ist das linke Becken schwer, die linke Beckenseite bleibt am Boden. Oder ob du vielleicht deine rechte Ferse über das rechte Knie etwa bringen kannst. Magst die Schultern dabei entspannt, das linke Knie zeigt nach oben und dann atme in deine rechte Hüfte hinein. Wenn du magst, kannst du das linke Bein auch ausstrecken, wenn das eine Option für dich ist. Achte hier immer gut auf deine Möglichkeiten, auf deine Grenzen. Und wie ich zu Beginn sagte, lausch immer mehr deinem Körper als meinen Worten. Atme ein in deine Hüften. Atme aus, lass jede Anspannung in deinen Hüften aus ihnen herausfließen, vor allem jetzt aus der rechten Hüfte, Schultern weich. Atme ein und mit der Ausatmung lenk den Unterbauch nach innen oben und stell den linken Fuß auf. Platziere die Außenseite vom rechten Fuß auf dem linken Oberschenkel und dann lenkst du deinen Beckenboden nach innen oben. Und wenn du damit nicht vertraut bist, schau dir meine Beckenboden-Yoga-Videos an oder beschäftige dich auf andere Weise mit dem Beckenboden. Es ist wirklich wertvoll, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wenn du nicht damit vertraut bist, kannst du auch die Bauchmuskeln als Hilfsmuskulatur für den Beckenboden einsetzen und den Unterbauch aushöhlen, den Unterbauch nach innen oben lenken und den linken Fuß heben vom Boden. Und dann streckst du die rechte Hand durch das Loch, das entstanden ist und faltest deine Hände entweder auf deinem linken Schienbein oder auf der Rückseite vom linken Oberschenkel. Und beide Füße bleiben leicht in der Aktivität. Auch der rechte Fuß, der aufliegt. Du kannst hier mit dem rechten Arm vielleicht das rechte Bein nach außen drücken, so ein bisschen. Und atme in deine Hüften hinein, atme in deinen Beckenboden hinein. Lass die Schultern entspannt unten liegen. Folge der Reise deines Atems durch deinen Körper. Bleib nah bei dir. Bleib wach mit dem, was du innerlich berührst, was dich bewegt. Und nutz den Atem und die Erde als Anker, um dich immer wieder mit diesem Moment zu verbinden. Atme ein.
kannst du mit der Ausatmung, wenn es eine Option für dich ist, den Kopf nach oben nehmen und nochmal so ganz klein werden. Vielleicht kann auch deine Stirn die linke Knieseite berühren. Lass die Schultern entspannt. Die Schultern sind weich, der rechte Fuß ist weiterhin geflext. Atme nochmal in deine Hüfte. Mit der Ausatmung lass den Beckenboden nach innen oben steigen, roll dich langsam wieder ab und entspann beide Beine lang ausgestreckt am Boden zum Nachspüren einen Moment. Mit der Einatmung erlaube dir wieder Offenheit, Flexibilität, Spontanität in deine Zellen einzuladen. Mit der Ausatmung öffne dich dafür, dass Blockaden loslassen dürfen, dass dein System Blockaden loslassen darf, dass all das, was blockiert, offen, frei, weit, lebendig zu sein, wie die Möglichkeit hat, von dir abzufließen. Dann stell die Knie wieder nacheinander auf und bring dein linkes Knie zum Brustkorb. Der linke Arm, der kann erstmal nach oben gehen und dann an der Innenseite vom linken Bein entlang die Außenseite vom linken Fuß greifen. Und vielleicht merkst du, hui, das reicht schon an Intensität hier. Magst hier deine Hüften bewegen, damit spielen oder du kommst in die Form, in der du deine linke Ferse über dein linkes Knie legst. Und die linke Ferse, die darf wie nach unten schmelzen, durch die linke Wade, durchs linke Knie zur Erde hin. Rechte Beckenseite ist schwer, Schultern weich und entspannt. Die Halswirbelsäule hat Raum in ihrer Vorderseite und der Rückseite. Und wenn du magst, kannst du hier das rechte Bein ausstrecken. Die Füße sind aktiv, rechte Hand, rechter Arm entspannt. Und dann deiner nächsten Ausatmung lenk den Beckenboden nach innen oben und stell den rechten Fuß auf. Bring deine Außenseite vom linken Fuß auf den rechten Oberschenkel, dass das linke Knie schön nach außen zeigt hier. Vielleicht merkst du auch, es reicht hier, du möchtest hier bleiben. Ansonsten ist die nächste Option, den Beckenboden wieder mit dazu zu nehmen, um dabei das rechte Knie zu dir ranzuziehen. Die linke Hand durch das Loch zu bringen, das entstanden ist, und die Hände zusammenzubringen, entweder auf deinem rechten Schienbein oder auf der Rückseite vom rechten Oberschenkel. Genau, ich hatte jetzt gerade einmal den Kopf oben, um die Hände gut zu platzieren. Und dann legen wir den Kopf wieder ab, Schultern weich, entspannt am Boden. Atme in deinen Beckenboden hinein, in die linke Hüfte. Beide Füße sind leicht aktiv. Lass dich nah sein mit dir. Erlaube dem Atem, dich zu unterstützen. Und dann mit deiner nächsten Ausatmung lenk den Beckenboden nach innen oben, komm mit dem Kopf hoch. Du kannst natürlich auch den Kopf am Boden lassen. Du möchtest wirklich so praktizieren,
dass es dich in die Freiheit bringt. Wenn du merkst, dass du in die Enge kommst, dann bist du nicht mehr im Yoga. Dann ist dein Ehrgeiz zu viel da oder auch andere Themen. Nimm dich damit einfach ernst, sei liebevoll und weich mit dir. Schultern hier weich entspannt, nimm noch einen bewussten Atemzug in die linke Hüfte hinein. Und mit deiner nächsten Ausatmung und leicht aktiven Beckenboden komm wieder zum Boden und stell diesmal beide Füße auf. Und schau mal, ob es einen Impuls gibt in dir, die Hände vielleicht irgendwo auf deinen Körper zu legen. Und schau einfach mal, wo das ist. Und ein Nahsein mit dir einladen. Den Kiefer vielleicht noch ein bisschen mehr entspannen. Die Wangen, die Lippen. Dann nimmst du beide Knie zum Brustkorb, öffnest sie so ein bisschen. Die Arme sind hier in der Mitte und greifen an der Innenseite entlang von der Wade an die Außenseite von deinen Füßen, beide Hände. Und du kannst hier in ein Spielen kommen, wenn du willst. Die Position heißt Ananda Balasana, das glückliche Baby. Und du kannst wie ein Baby hier einfach ein bisschen rekeln und strecken. Um dann deine Fersen über deine Knie auszurichten, wenn das eine Option ist. Wenn das schwierig ist, kannst du dir auch, kannst du Pause machen und dir einen Schal holen und dann einen Schal über deine Hände legen und dann kannst du die Arme ganz entspannt hier unten lassen und den Schal über die Füße legen und dann somit einen Kontakt zu deinen Füßen herstellen über ein Tuch oder ein Schal oder ein Gürtel. Die Schultern weich entspannt, lass dich in deine Hüften hineinsinken mit deiner Aufmerksamkeit. Erlaube dir hier Weichheit, Flexibilität hineinzubringen, einfach indem du dich öffnest, indem du weich, entspannt, liebevoll die Aufmerksamkeit in deine Hüften lenkst. Die Augen können geschlossen sein, deine Füße können ruhig über den Knien bleiben. Ich kann das gerade nicht vormachen, weil der linke Fuß von mir sonst, glaube ich, verbrennt, so heiß wie das ist hier vom Ofen. Genau. Es kann aber auch sein, dass du sowieso nicht die Füße über deinen Knien hast, sondern hier unten und auch hier kannst du merken, das gibt die yummy, schön offene Hüften. Und du kannst auch deinen Beckenboden ganz weich hier wahrnehmen und in ihn hineinatmen. Oder weiter spielen. Schau, was dein Körper gerade möchte. Dann nochmal einzuatmen und mit der Ausatmung die Füße entspannen, die Knie zusammenbringen auf deinem Brustkorb, umarmen und ganz weich die Schultern Richtung Erde entspannen. Die Beine dürfen zum Brustkorb hinfallen, ohne dass du in ein Ziehen oder Zerren kommen musst. Um dann deine Füße nacheinander zum Boden zu setzen,
die Arme hinter deinen Kopf zu legen, einfach weich entspannt. Schau mal, wo sie hier hinwollen. Deine Füße machen sich vertraut mit der Erde, die besuchen die Erde und schauen für sich, ah, wie habe ich denn hier guten Kontakt, wie möchte ich denn gerne liegen. Um dann dein Steißbein Richtung Decke hoch zu rollen und den Unterbauch nach innen zu lenken, um dich dann Wirbel für Wirbel, dein Steißbein lenkt dich nach oben zu entfalten, zu rollen. Genau, und das muss gar nicht so besonders hoch sein. Du kannst einfach schauen, was für dich passt, wo hier ein guter Platz ist für dich. Dein Hals ist weich entspannt, die Vorderseite weich, die Rückseite weich. Und dann kannst du deine Hüften hier mal tanzen lassen. Ich liebe das hier liegende Achten zu machen, aber du kannst auch einfach schauen, wo führt es dich hin, wie eine Wellenbewegung auf dem Meer. Und das darf auch mal ganz hochkommen und mal mit der einen Hüfte, mal mit der anderen Hüfte dich führen lassen. Und lass dich überraschen, wo es langs geht. Das ist auch ein Loslassen von starren Konzepten, auch Konzepten unseres Körpers, die er über die Jahre so angesammelt hat und denkt, hier müsste es hingehen. Schau mal, wo bewegt sich dein Becken hin? Wo möchte ein Tanz vielleicht mit deinen Hüften entstehen und vielleicht auch mal die Knie mit bewegen, mal ein bisschen mehr in die Öffnung bringen. Was macht es auch mit deiner Brustwirbelsäule, wenn du die Hüften bewegst, dein Becken bewegst? Was macht das mit deinen Schultern? Und jetzt lass dich mal ganz in so ein Rekeln und genussvolles Strecken kommen und vielleicht auch zu den Seiten mal dehnen. Bei mir ist das gerade wie auch so eine wundervolle Massage meiner Schulterblätter, wenn ich mich hier so auf der Matte von links und rechts entlang gleiten lasse. Genau, du kannst hier auch eine Dehnung deiner Seiten mit einbeziehen, die Arme strecken. Und achte auf deinen Kopf, dass die Halswirbelsäule immer frei ist. Und dann deine Oberarme zum Boden zu bringen. Die Handinnenflächen sind parallel zueinander. Lenk den Beckenboden nach innen oben. Wurzel die linke Fußseite in die Erde hinein und hebe dein rechtes Bein. Und vielleicht ist es für dich einfach genug, das rechte Knie am Brustkorb zu haben. Vielleicht möchtest du das rechte Bein nach oben ausstrecken und die Ferse nach oben drücken, die Rückseite deines rechten Beines wahrnehmen. Und dann kannst du das rechte Bein entweder gestreckt oder gebeugt nach rechts bewegen und nach links bewegen. Einfach so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen kreisen lassen. Der Beckenboden, der ist immer so ein bisschen mit dabei. Wenn du da noch kein Gespür für hast, dann denk dir so den Unterbauch nach innen oben und lenk ihn dir auch so ein bisschen nach innen oben. Genau, schau, wo möchte das Spiel in deinem rechten Bein langs gehen. Um dann wieder den linken Fuß fest in den Boden zu wurzeln und den rechten Fuß neben deinen linken zu platzieren. Kannst du mal dein Steißbein bewusst Richtung Kniekehlen ausrichten und die Schultern so ein bisschen weiter unter deinen Körper krabbeln lassen. Halswirbelsäule ist immer noch frei. Und dann mit aktivem Beckenboden bring das linke Knie zum Brustkorb. Vielleicht ist es für dich einfach gut, hier ein paar Momente zu bleiben, dann den linken Fuß wieder abzusetzen. Vielleicht möchtest du das linke Bein nach oben ausstrecken, die Dehnung im linken Bein wahrnehmen. Oder du kommst in einen Tanz mit deinem linken Bein und spür in deine Hüfte hinein. Worauf hat die gerade Lust? Was ist hier auch überhaupt möglich in dieser kraftvollen Haltung hier? Und spür diesen
Puls zwischen das Kraft im Körper, Stabilität und da ist was Weiches, Fließendes, was Bewegliches. Mmh, yummy. Okay, dann auch wieder den linken Fuß aufzustellen, dein Becken nochmal anzuheben, den Beckenboden zu aktivieren und jetzt rollst du dich Wirbel für Wirbel nach unten und dabei zieht das Steißbein Richtung Kniekehlen, Richtung Waden, Richtung Fersen. Die Knie sinken nach außen, nach links, nach rechts. Du kannst die Hände auf deinen Unterbauch legen. Und wenn du jetzt Klötze hast oder Kissen, dann die Einladung, diese unter deine Oberschenkel zu platzieren. Vielleicht wollen die Hände auch lieber neben deinem Körper liegen. Du kannst da ganz schauen für dich, wo es dich hinführt. Der Atem bewegt sich durch deinen Körper durch und du gibst ihm Raum. Bleib wach, bleib nah mit dir verbunden, mit dem, was du gerade fühlst. Relax. Und wo kannst du noch mehr loslassen? Wir können meistens irgendwo noch mehr loslassen. Es kann eine Lebenspraxis sein. Um dann langsam deine Beine wieder zusammenzubringen, die Blöcke wegzulegen von dir oder die Kissen, was immer du hier hattest, kannst du nochmal die Beine ausstrecken und deinen Körper wahrnehmen, im absoluten Nichts tun müssen, einfach ruhen und loslassen. Mit deiner nächsten Einatmung die Beine zu schließen, die Arme auszustrecken, hinter deinem Körper und lang zu werden, die rechte Seite in die Länge zu dehnen und die linke Seite und beide Seiten, die Zehen zu dir ranzuziehen und wegzustrecken und ausatmen, entspannen. Und dann stell die Füße nacheinander auf und roll dich auf die rechte Seite. Bleib einen Moment hier ruhen auf deiner rechten Seite und lass alles Schwere von dir abfließen, alles, was du nicht brauchst, auch aus den Hüften raus. Drück die linke Hand in den Boden und komm nach oben. Um dann... So... in einen Vierfüßlerstand zu kommen. Die Hände sind unter deinen Schultern und zwar weit auseinander gespreizt. Du kannst sie auch mal so richtig so abrollen. Handgelenke parallel zur Vorderseite deiner Matte. Drück die Zeigefinger an den Boden und rotiere die Oberarme so ein bisschen nach außen.
und die Knie sind etwa unter deinem Becken. Die Zehen kannst du auch mal anheben und lang nach hinten rausstrecken. Und schau, welchen Impuls gibt dir das im Körper, wenn du mal ein Unterbein hebst und nach hinten rauslegst und mit der Erde verwurzelst und das andere Schienbein hebst, nach hinten rausziehst und den Fuß wirklich in die Erde legst. Und meistens kommen wir hier in den Suchen, wenn ich die Frage stelle, wohin führt es dich hin, was macht es mit deinem Körper? Und die Frage ist wirklich, was macht es mit deinem Körper? Und dann kannst du hier mit der Ausatmung den Beckenboden sanft nach innen oben lenken und rund werden, im Steißbein beginnen. Mit der Einatmung wieder lang werden. Auch hier führt dich das Steißbein, Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, wieder Steißbein zur Erde, Wirbel für Wirbel rund. Einatmen, das Steißbein nach hinten, Wirbel für Wirbel lang. Dann schaust du über die rechte Schulter und die rechte Schulter und die rechte Gesäßhälfte wollen gerne nahe zueinander kommen, sodass die linke Körperseite sich ein bisschen dehnt, wie so eine Kuh, die ihren Schwanz hinten anschauen will, um dann wieder zur Mitte zu kommen und zur anderen Seite. Linke Schulter, linke Hüfte wollen nahe zueinander kommen. Und dann kannst du hier so ein bisschen in so ein Schwingen kommen und stell dir vor, die Wirbelsäule bewegt sich ganz frei in dir. Ganz frei schwingt die von einer Seite zur anderen Seite. Der Kopf kann mitgehen, soweit es für dich angenehm ist. Du kannst doch immer wieder einfach schauen, was möchte dein Körper, wo führt es dein Körper denn gerade hin, wenn du im Vierfüßlerstand bist. Und all meine Ansagen als Vorschläge wahrnehmen. Du schaust selber, wie du in die Übersetzung gehen möchtest, was dir gut tut. Und wenn du das nächste Mal dann zur Seite warst, komm zur Mitte, heb dein rechtes Bein und beweg es, wie es bewegt werden möchte. Lass es tanzen, dein rechtes Bein. Spür die Bewegung aus deiner Hüfte. Du kannst mal zur Seite, bring mal das rechte Knie zum Oberarm. Mal nach hinten ausstrecken und auch mal rund werden, den Bauchnabel nach innen ziehen, rechtes Knie zum Brustkorb. Genau, und dann löse dich aber wirklich von den Formen, von meinen Vorschlägen und schau, wo führt es dich hin, wenn du ihm einfach Freiheit schenkst, einfach Weichheit einlädst. Und jetzt darf auch der Rücken mit in diesen Tanz kommen und die Ellbogen. Und es kann sein, dass sich das viel Kraft in deinen Handgelenken kostet. Dann kannst du auch deine Unterarme absetzen. Und gleich bist du aber befreit, weil wir bringen jetzt das rechte Knie nach vorne zwischen die Hände und laufen mit dem linken Knie schön weit nach hinten raus. Rechtes Knie ist über der rechten Ferse und du möchtest jetzt dein linkes Knie polstern, weil wir bleiben hier ein bisschen in dieser Leistendehnung und dafür ist es gut, die Matte zum Beispiel aufzurollen, ein bisschen Weichheit unter deinem Knie einzuladen. Dann bleiben die Hände erstmal unten, der Kopf ist oben, Zehen hinten sind lang. Vielleicht merkst du auch schon, das ist intensiv genug, mehr braucht es da gar nicht. Lass dich atmen, in deine linke Hüfte hineinatmen. Vielleicht merkst du auch, du hättest die Hände lieber weiter oben, dann kannst du dir auch hier deine Blöcke nehmen, dass der Herzraum sich noch ein bisschen mit öffnen kann.
um dann mit deiner linken Hüfte auch wieder, oder eigentlich sind es beide Hüften, die sich mitbewegen, in so eine Art Tanz zu kommen, in Kreisen, einfach so minimal, dass wir die Faszien hier alle schön weich, geschmeidig, saftig bekommen. Der Fuß dreht sich dabei auch wahrscheinlich ein bisschen mit. Darf so sein. Um dann mit so ein bisschen Beckenbodenaktivität wieder dich nach oben auszurichten und deine Unterarme auf den rechten Oberschenkel zu legen. Dann kannst du hier loslassen, in die Position hinein entspannen. Die heißt auch in manchen Yoga-Traditionen der Drache. Und vielleicht merkst du das. Ich spüre die Drachenqualität in dieser Form hier. Herzraum offen. Und den Atem mit zur Unterstützung dazu nehmen. Und dann kannst du, wenn es eine Option vielleicht ist für dich, du kannst aber auch absolut wieder die Hände auf den Boden stellen, sollst dich hier nicht quälen, kannst du die Hände auf deinen Oberschenkel legen, den Herzraum noch ein bisschen öffnen, hier Schultern nach unten, hinten, das Steißbein, das zieht so ein bisschen in die Erde hinein. Genau. Und wir haben die Tendenz als Menschen unglaublich viel zu halten, festzuhalten auch. Und das passiert ganz oft im Yoga. Und ich mag dich wirklich einladen. Wow, wenn du merkst, das ist zu viel, komm aus der Position raus. Mach weniger. So, es ist absolut fein, hier unten zu bleiben, zu kreisen, aus der Haltung rauszukommen. Es gibt niemanden, der sagt, es ist gut, über deine Grenze zu gehen. Also kein festgeschriebenes Gesetz. Und genau, das sind alles Vorschläge und bitte lass dich schauen, wo führt es dich hin, was tut dir gut. Und dann nimm mir noch einen tiefen Atemzug und mit deiner Ausatmung setz die Hände wieder ab, bring deinen rechten Fuß neben deinen linken Fuß und komm in die Haltung des Kindes, die Hände neben deinen Füßen, die Schultern entspannen nach unten. Lass dich hier ruhen, entspannen, relax. Um dich dann aus der Beckenimpulskraft wieder hochzurollen, das heißt, du richtest die Sitzbeinhöcker zu den Fersen aus, längst den Beckenboden nach innen oben, rollst dich hoch, platzierst wieder die Hände unter deinen Schultern, die Knie unter deinem Becken. Zeigefinger drücken in den Boden, Oberarm rotieren nach außen. Mit der Ausatmung höhle den Unterbauch aus, lass das Steißbein zur Erde fließen, werde rund in deine Wirbelsäule. Mit der Einatmung das Steißbein nach hinten öffnen, dich Wirbel für Wirbel wieder entfalten, Schultern weg von den Ohren. Um dann dein linkes Bein zu heben, mal zu schauen, kannst du das Knie nach außen bringen, nach innen bringen, zur Seite, vielleicht auch zum linken Oberarm, vielleicht unter die linke Brust, dich ganz rund machen, die Bauchmuskeln hier mit wahrnehmen, um dann dich zu lösen von festen Formen von dem, was vielleicht andere denken, was irgendwie sein sollte bei dir. Ein Lösen von den Verspannungen in deinen Hüften, in deinem Becken. Schau einfach, wo es führt dich hin. Lass die Ellbogen, den Rücken mit in Bewegung kommen, dass du jetzt frei faszial dich öffnen kannst, dich dehnen, regeln, strecken. Was immer dir gut tut.
den Atem auch ganz frei mit dazu nehmen. Der Rücken darf weich, flexibel fließen. Um dann deinen linken Fuß nach vorne zu bringen zwischen die Hände. Das rechte Bein schön nach hinten zu ruckeln. Du kannst die linken Zehen schön weit ausbreiten. Dir etwas unter dein rechtes Knie legen, vielleicht zur Unterstützung hier. Und dann dich ganz in die Position hineinzulegen, loszulassen. Vielleicht mal deine eigenen Drachenqualitäten in dein Bewusstsein holen. Und die haben wir alle. Und was wir immer zu tun ist, sie versuchen zu verstecken. Und was dann passiert ist, dass sie irgendwo einfach rauskommen, wo es uns vielleicht hinterher leid tut, wo wir sie gar nicht haben wollen. Und wie wäre es, dir wie die Erlaubnis zu geben, deine Drachenqualitäten zu dir zu nehmen, sie zu fühlen, sie wirklich mal zu fühlen. Ohne es damit irgendwas sein müsste und dir damit ein liebevolles, weiches Ja zu schenken. Ja, die sind da. Die wollen gefühlt werden, vielleicht auch durch dich durchbewegt werden. Und wenn du magst, mit aktivem Beckenboden bringen deine Unterarme auf deinen Oberschenkel hier, Schultern weg von den Ohren. Erlaube dem Atem, dich zu unterstützen. Wenn du magst, kannst du auch die Hände ablegen und einfach so ein bisschen kreisen hier mit deiner Hüfte. Kannst du auch so zwischendurch machen oder einfach hier unten bleiben. Schau, wonach dir ist. Es ist natürlich sehr wertvoll, jemanden zu haben, der einfach schon auf dieser Körperreise ein bisschen gereist ist und uns Impulse geben kann. Vorschläge machen oder auch natürlich immer mal zu sagen, hey, das ist jetzt gerade, vielleicht tut es dir nicht so gut in deinen Schultern, in deinen Hüften, wo auch immer. Und es ist total wichtig, dich selber mit dabei zu haben. Was willst du eigentlich? Nur weil ich hier dir Vorschläge mache und weiß, was mein Körper möchte und was mir gut tut, heißt es noch lange nicht, dass das ist, was du jetzt gerade brauchst. Vielleicht bist du schon in der Haltung des Kindes, vielleicht machst du den nach unten schauenden Hund. Nutze alle deine Yoga-Einheiten, deine Yoga-Praxis für den Impulsen in deinem Körper. Wo führt es dich hin? Vielleicht hast du den Impuls, die Arme in die Luft zu geben und dich hier oben mal frei zu bewegen. Und wie wäre das? Wie fühlt sich das an für deinen Rücken und für deine Hüften, wenn du hier in ein Spiel kommen darfst. Und dann kannst du vielleicht auch mal die Hände nochmal absetzen auf deinem linken Oberschenkel und noch ein paar bewusste Atemzüge in die rechte Leiste nehmen, dir Weichheit, Offenheit, Freiheit einladen. Atme ein und ausatmen, ganz langsam,
langsam die Form wieder lösen. Zurückkommen in die Kindshaltung und die Arme hier nach vorne laufen. Die Finger können so richtig nach vorne krabbeln. Du kannst dich im Becken ein bisschen bewegen, ein bisschen in den Schultern. So ein minimales Fließen kommst, ein Mikrofließen in deinem Körper. Das muss gar nicht doll sein. Auch schauen, ob der Nacken irgendwo mit hin möchte, der Kopf. Dein Becken rollt vielleicht von Seite zu Seite oder zieht auch mal nach hinten raus. Um dann zu einem Ruhen zu kommen, die Arme können vorne bleiben, weich, entspannt. Atme in deinen unteren Rücken hinein. Um dann dich aus der Beckenimpulskraft wieder aufzurollen und in den Vierfüßlerstand zu kommen, hier die Zehen aufzustellen, die Fersen nach hinten rauszudrücken, dass du in einen nach unten schauenden Hund kommst. Und dann kannst du mal die Fersen im Wechsel Richtung Boden bringen, ein bisschen die Rückseiten deiner Beine dehnen. Um dann einatmend die Hände und Füße in die Erde zu entlassen. Ausatmen, den Unterbauch nach innen oben zu nehmen. Schultern rollen über deine Hände und die Knie zum Boden zu legen. Zehen sind lang. Einatmen, Wirbel für Wirbellänge. Ausatmen, bringst du die Sitzbeinhöcker weit nach hinten, werde weit. Einatmen, roll mit der Stirn weich über den Boden, ohne den Boden zu berühren, nach vorne. Nimm den Beckenboden mit dazu, wenn du die Arme wieder streckst. Ausatmen, rund werden in der Wirbelsäule, in der Rundung nach hinten setzen. Und einatmen, lang werden. Und das ist der Fluss, in dem wir jetzt ein bisschen bleiben, lang nach vorne, wie so eine Katze, die über dem Boden streicht, Kraft in den Arm und den Beckenboden. Ausatmen, rund werden in der Rundung, auf die Fersen setzen. Einatmen, nach vorne, Stirn über der Erde entlang. Ausatmen, rund werden und in der Rundung nach hinten kommen. Weicher, flexibler, offener Rücken. Einatmen, nach vorne. Ausatmen, rund und wieder ganz weich in der Rundung den Rücken werden lassen. Und dann noch einmal einatmen nach vorne. Die Ellbogen sind schön nah am Körper, drück dich nach oben. Stell deine Zehen auf und komm in den nach unten schauenden Hund. Jetzt kannst du hier das rechte Bein heben, das rechte Knie nach außen bringen und der rechte Fuß fällt so Richtung linke Hand. Und dann bringst du das rechte Knie nach rechts außen, kreist dein Bein über die Seite, bis das rechte Knie hinter deiner rechten Hand ist und der rechte Fuß hinter der linken Hand. Und hier brauchst du vielleicht Unterstützung mit deinen Klötzen oder Kissen. Kannst dir wunderbar ein Kissen unter die rechte Hüfte lenken. Vielleicht möchtest du auch ein weiteres Kissen haben vor dir, dass du mit dem Kopf nach unten kommst, Stirn auf dein Kissen legst und in ein absolutes Loslassen gehst, linke Hüfte zur Erde bringst und dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. So wie ich vielleicht ein bisschen, dadurch, dass hier eine
Kinderschar ins Wohnzimmer gerade gekommen ist. Lass dich atmen. Atme in deine rechte Hüfte hinein. Die linke Leiste, die möchte zur Erde sinken. Der Atem kann dich unterstützen. Atme die Öffnung, weite Raum in die rechte Hüfte hinein. Und mit der Ausatmung lass alle Spannung los, die du hier vielleicht wahrnimmst. Das ist wirklich eine wundervolle Übung für die Hüften, für den Psoas, für den unteren Rücken, fürs Kreuzbein. Ekapararachakaputtanasana, die einbeinige Königstaube. Und du darfst die Position zwischendurch verändern. Lass sie nicht statisch werden, dass du hier immer in Bewegung bleibst. Auch in Bewegung mit deinem Beckenboden. Du kannst ganz bis in den Beckenboden hineinatmen. Entspann dein Kiefer, deine Zähne, dein Mund. Entspann die Schultern. Und dann atme ein, spür nochmal die Weite, den Raum in dir. Ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen oben und lässt dich langsam aus der Position wieder rauskrabbeln, um nochmal in den nach unten schauenden Hund zu kommen. Langsam und achtsam deine Fersen Richtung Erde bewegen. Du kannst hier gerne auch die Hüften mitnehmen. Lass dich nah mit dir sein. Und dann hebe dein linkes Bein und schau, ob das linke Knie gebeugt werden kann, der linke Fuß Richtung rechte Hand kommen mag. Um dann dein linkes Knie über außen nach vorne zu bringen und hinter deine linke Hand zu legen. Der linke Fuß ist etwa hinter deiner rechten Hand. Und es ist auch fein, wenn du einfach weit gebeugt bist im Knie. Lass dich variieren, wie du es brauchst. Leg vielleicht wieder ein Kissen oder einen Block unter die linke Hüfte. Möchtest wirklich parallel sein in deinen Hüften. Die Tendenz ist, dass die rechte Leiste oft wegkommt vom Boden. Lass dich hier eher sonst im linken Bein Unterstützung erfahren, um die rechte Leiste zum Boden zu bringen und dich dann nach vorne unten entspannen, vielleicht mit deinem Kopf auf einem Kissen. Lass dich schmelzen in deinen Fingern, in deinen Händen, in den Armen, in den Schultern. Atme weich, liebevoll und geduldig in deinen Beckenboden hinein.
Spür mit der Einatmung die Öffnung in deinem Körper, die Öffnung im Gewebe, in deinen Zellen. Und mit der Ausatmung lass los, lass auch alles alt los, all das, was du nicht mehr brauchst. Und dann atme nochmal ein. Und mit deiner Ausatmung lenk den Beckenboden nach innen oben und krabbel dich langsam aus der Position raus. Stell die rechten Zehen auf und komm noch einmal in Adho Mukta Svanasana. Atme ein und lasse das Gewebe über die Hände, über die Füße in die Erde. Ausatmen, lenk den Bauchnabel nach innen oben, roll die Schultern über die Hände und bring langsam deine Knie zum Boden. Mach die Zehen lang und leg dich mit deinem Becken auf deine Fersen, entspann die Hände neben deine Füße, Schultern entspannt, relax. Und aus der Beckenimpulskraft roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Und zum Abschluss kannst du, was ich total schön finde, in so eine Variante von Supta Baddha Konasana kommen. Du kannst liegender Schmetterling. Du kannst dich also auch einfach hinlegen. Du kannst dich einfach hinlegen und komplett loslassen. Also jup in Shavasana. Einfach so liegen. Du könntest deine Fußsohlen zusammenbringen und die Knie nach außen fallen lassen und dir hier wieder die Unterstützung mit deinen Blöcken nehmen. Oder was ich auch total wundervoll finde, ist, wenn du zwei dicke Bücher hast oder zwei Blöcke, ein Block so hinlegen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und da mit der Brustwirbelsäule drauf liegen und den anderen Block am Hinterkopf zu haben. Und schau selber für dich, wo fühlt es sich gut an? Wo sind die Blöcke gut platziert? Die Arme entspannt neben deinem Körper. Und wenn du merkst, es wird zu viel, dann kannst du dich auch immer noch von hier aus in Shavasana begeben. Wo immer du bist, lass dich jetzt ruhen. Lass alles los, alle Vorstellungen, Ideen. Gibt in diesem Moment nichts zu tun. Du darfst einfach hier ruhen, diesen Moment in seiner Ganzheit, in seinem So-Sein wahrnehmen. So-Sein mit der Luft, die um den Körper herum liegt. So-Sein dem Kontakt deines Körpers zur Erde,
so sein mit deinem Atem, der sich durch dich durchbewegt. So sein mit den Empfindungen, die da sind im Körper. Mit Gefühlen. So sein. Atem, immer wieder dein Atem. Relax. Lass dich ganz langsam den Weg aus deiner Entspannungshaltung rausfinden, um dich noch einmal auf die Seite zu legen. Alles Schwere, alles Müde, alles Anstrengende darf durch die rechte Körperseite abfließen. Nimm den Atem wahr in der oberen Körperseite, die dem Raum der Luft zugewandt ist. Vielleicht ist das auch deine rechte Seite. Nimm hier einen weiten Atemzug und drück dich langsam nach oben zum Sitzen. Suchst dir einen guten Sitz, in dem du noch einmal zentriert sitzen kannst. Bring die Hände vor deinem Herzraum. Und vielleicht magst du dich wie bei deinem Körper bedanken, es ist der Körper, der dir in diesem Leben geschenkt wurde und der mit all seinem Wohlfühlen und all seinem Nichtwohlsein für dieses Leben genau der richtige Körper ist für dich. Und ich weiß, manchmal wollen wir das wie nicht annehmen. Und wie wäre es, heute ganz liebevoll mit dir und deinem Körper zu sein? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer du praktiziert hast. Danke für dein Dasein. Alles Liebe. Namaste.